Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu meiner Rezension von dem ersten Band der Drachenstern-Quadrologie von Mary Janice Davison. Der ist im Egmont Verlag erschienen, hat 246 Seiten und kostet 12,99 Euro. Zu Beginn von Drachenstern gewandelt, denn so heißt der erste Band, landen wir in einem Fußballspiel, denn Jennifer ist leidenschaftliche Fußballspielerin und sie verführt einen Salto, auf den sie extrem stolz ist, aber irgendwie haben eher alle Angst vor ihr. Denn dieser Salto schien sehr, sehr unmenschlich hoch und schnell gewesen zu sein, was ihr selber gar nicht aufgefallen ist. Sie ärgert sich natürlich mega darüber, dass keiner ihr Glückwünsche ausspricht, sondern eher alle ein bisschen komisch werden. Total genervt fährt sie heim, erzählt es ihren Eltern, die genauso seltsam, wenn nicht sogar noch schockierter reagieren und anfangen zu tuscheln, sie ins Zimmer schicken und sie ist einfach nur ultra sauer. Zudem ist sie halt dann auch noch sehr genervt, weil ihr Vater immer für Wochen wegen Arbeitsreisen verschwindet, auf kein einziges Fußballturnier gehen kann und sie fühlt sich total alleingelassen, bis ihre Eltern ihr dann etwas gestehen, was sie nicht so recht glauben kann, denn sie behaupten tatsächlich, sie sei ein Wehrdrache, also sowas wie ein Werwolf, nur ein Drache. Und total außer sich rastet sie aus, rennt von daheim weg, mitten in der Nacht, in der es passiert. Ich kann euch relativ viel erzählen aus dem ersten Band, weil die Überschrift gewandelt und der Klappentext hinten drauf verraten eigentlich so ziemlich alles. Also es geht halt um Jennifer, die sich zum ersten Mal in einen Wehrdrachen verwandelt. Das ist ein Halbdrache, der sich immer beim abnehmenden oder zunehmenden Mond verwandelt. Und sie kann sich auch nicht von alleine zurückverwandeln, wie es jetzt zum Beispiel bei Firelight der Fall war, sondern sie bleibt halt ein Drache und muss auch lernen, wie ein Drache zu essen, zu jagen, sie muss lernen zu fliegen, zu gehen, etc. Und darum dreht sich dann halt auch das erste Buch. Und sie ist auch nicht die Einzige in ihrer Familie, denn ihr Vater und ihr Großvater sind auch Wehrdrachen. Und sie lernt halt ihre Familie aus einer neuen Perspektive kennen, lernt mit den Drachenfähigkeiten umzugehen und lernt auch andere Drachen kennen, beziehungsweise andere Wehrdrachen. Im Grunde, ihr komplettes Leben stellt sich komplett auf den Kopf und sie hat auch Angst, ob sie jemals wieder ganz normal zur Schule gehen kann, ob ihre Freunde davon erfahren und so weiter. Und wäre das nicht alles schon genug, erfährt sie auch, dass ihre Familie und die anderen Clans Todfeinde haben, die sie auslöschen möchten. Und da hört das erste Buch dann auch schon auf, was mich extrem neugierig auf die Folgebände gemacht hat, denn es gibt insgesamt 4. Die anderen sind auch etwas dicker, also das ist jetzt wirklich sehr schmal als Einführung. Und ich habe es auch zufällig entdeckt. Ich habe es nur gelesen, dachte mir so, oh cool, Wehrdrachen, mal was ganz anderes. Und war sehr, sehr neugierig. Was ich aber als Kritikpunkt sagen muss, dadurch, dass halt fast alles hinten drauf steht, gab es nicht wirklich was Neues. Lediglich halt, wie das alles passiert ist. Und ich muss auch gestehen, die Protagonistin ging mir ziemlich auf die Nerven. Also sie ist klar, sie ist mitten in der Pubertät. Ja, der Körper verwandelt sich, ne? Haha, lustig. Aber sie ist halt wirklich die absolute Rotzgöre. Und das möchte ich eigentlich nicht unbedingt in einem Buch haben. Und sie ging mir halt wirklich auf den Keks. Klar, es ist alles total seltsam und alles ist spielend verrückt und ihr Körper spielt verrückt. Dass sie da durchdreht, ist irgendwo schon selbstverständlich. Aber man hätte es auch ein ganz klein bisschen weniger ausarten können und sie weniger zickig gestalten können. Gut, ich hoffe mal, dass sich das in den nächsten Bänden dann halt etwas legt und dass die spannender werden, weil so viel Neues ist, wie gesagt, nicht passiert. Das Buch hat jetzt mal 3 Sterne von mir bekommen, das heißt, es ist noch genug Platz nach oben, aber schlecht war es auch nicht und allein das Thema Wehrdrachen finde ich halt sehr, sehr interessant und werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Wenn ich mit der Reihe fertig bin, werde ich auf jeden Fall noch eine Reihenrezension machen, damit ich euch noch ein bisschen mehr dazu erzählen kann. Aber an sich kann ich es jedem empfehlen, der auf Drachen steht oder auf Werwölfe, denn die Mischung daraus ist sehr interessant. Und ja, das war's dann auch schon. Erzählt mir mal, ob ihr das schon gehört habt bzw. gelesen habt und wie ihr das fandet. Ob ihr auch fandet, dass die Protagonistin vielleicht einen ganz kleinen Ticken zu zickig war und ob sich das bessert in den nächsten Bänden. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Lesen und bis bald. Tschüss!